Ja, auch von meiner Seite aus. Super geil, dass so viele Leute heute Abend schon hier sind. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe in den letzten Wochen auch hin und wieder gezweifelt, ob wir das wieder hinkriegen, dass wir irgendwie an einem Donnerstagabend mit so vielen zusammensitzen und uns irgendwie auf den nächsten Blockupy-Aktionstag vorbereiten. Aber ich würde sagen, das hier ist ein gelungener Auftakt für den Tag morgen. Und die Busse sind ja auch erst noch unterwegs. Ich will jetzt auch eigentlich gar nicht so ganz viel inhaltlich nochmal sagen, weil wir das jetzt gerade hier auch nochmal in diesem Video sehr gut präsentiert bekommen. Aber ich will es doch nochmal einrahmen in diese Debatten, die wir als Blockupy-Bündnis in den letzten Jahren nach dem 18. März 2015 geführt haben. Und ich glaube, es ist total klar, dass wir nach dem Brexit, nach diesen üblen Wahlerfolgen der AfD, nach viel zu viel brennenden Unterkünften in den letzten Monaten, nach zu viel Rassismus, Ausgrenzung, nach den tausenden Toten an den EU-Außengrenzen und jetzt nach den Verschärfungen dieses Hartz-IV-Gesetzes unter dem Deckmantel des Integrationsgesetzes und bei einem bestehenden Krieg in der Türkei, es wirklich Zeit ist, dass wir als Linke mal wieder gemeinsam auf die Straße gehen. Und dass wir das an diesem Wochenende als einen Auftakt machen, und zwar genau hier in dieser Stadt, wo die deutsche Bundesregierung sitzt. Wir wollen am Wochenende Widerstand leisten gegen aus meiner Sicht drei Grenzen. Gegen die Grenzen an der Festung Europa, gegen die Grenzen hier in Europa und gegen die Grenzen zwischen oben und unten, die noch viel zu fest vor uns stehen. Auch wenn wir nicht immer viele sind und auch wenn wir morgen vielleicht keine 25.000 Leute sind, ich glaube, wir müssen das als einen Auftakt begreifen. Die nächsten Monate und Jahre werden weiter hart werden. 2017 liegt vor uns eine Bundestagswahl, wo wir uns zwischen Pest und Cholera entscheiden können. Ein G20-Gipfel, dessen Krisenpolitik noch immer zum Himmel stinkt. Ein Krieg, der in der Türkei nicht enden will und der von Deutschland gedeckt wird. Und ein Rassismus, der mit der AfD in die Parlamente einzieht. Die Herausforderungen liegen sowas von auf der Straße vor uns. Starten wir. Ich würde jetzt ein paar Sachen nochmal zu den Punkten sagen, auch wenn ihr das vielleicht alle schon wisst und genau wisst, wo ihr morgen sozusagen abgesehen von dem Vormittag sein werdet. Wir werden morgen früh um 7.30 Uhr, Thomas wird es ja gleich nochmal genauer sagen, uns gemeinsam versammeln, sowohl am Potsdamer Platz als auch am Gendarmenmarkt. Und wir wollen dann gemeinsam an dieses Ministerium rangehen. Und ich glaube, wir sind ganz gut geprobt und erprobt da drin, genügend Polizeiketten im Zweifel auch durchfließen zu können, um ganz deutlich zu sagen, weg mit diesen Verschärfungen von Hartz IV und weg mit dieser Art von Politik. Wir haben in den letzten Wochen und vor allem in den letzten Tagen unglaublich viel gebastelt. Wir waren aber auch mit unseren Freundinnen aus Frankreich auf der Straße dieses Jahr und wir waren in Athen und auch dort kann man ja immer wieder was lernen. Und ich hoffe doch, dass wir diese Kreativität, die wir dort gesehen haben, auch morgen anwenden können. Morgen Nachmittag dann gibt es so eine ganze Reihe von Zweite-Welle-Aktionen. Auch die Zweite-Welle sind ja vielen aus Frankfurt schon bekannt. Und was ich ganz besonders, was mich ganz besonders freut, ist, dass wir den Schulterschluss mit den kurdischen Bewegungen und mit den kurdischen Menschen hier geschlossen haben und morgen Nachmittag gemeinsam um 16 Uhr eine Demonstration auf die Beine gestellt haben gegen diesen menschenverachtenden EU-Türkei-Deal. Ich finde es aber genauso cool, dass wir es endlich geschafft haben, die Klimabewegung und die antikapitalistische Bewegung wieder näher zusammenzubringen und morgen eine kleine Bootstour zu machen und zum Kraftwerk Klingenberg zu fahren. Und ich finde es auch total gut, dass sich die Studierenden so ganz langsam doch wieder ein bisschen regen und wir morgen an der HU noch mal ein bisschen zeigen, was wir von Konkurrenzdruck an den Universitäten und überhaupt halten. Am Samstag dann wollen wir uns gemeinsam, und das ist also ein Angebot an unserem Center, da wird ja nachher auch nochmal unsere Infrastruktur AG was dazu sagen, uns um 12.30 Uhr treffen, um gemeinsam zu dieser Demonstration aufzubrechen, aufstehen gegen Rassismus. Und wir wollen dort gemeinsam mit ganz vielen antifaschistischen und feministischen Kräften gemeinsam einen riesengroßen Grenzenlos-Block machen. Ich für meinen Teil auch deshalb den größten Block der Demo, weil ich es nicht der SPD und den Grünen gönne, gemeinsam sozusagen ohne mit der Wimpern zu zucken gegen Rassismus auf die Straße zu gehen. Ich glaube aber dennoch, dass es total wichtig ist, dass wir am Samstag mit total vielen dorthin gehen. Weil ich glaube, es ist unsere Aufgabe, genau am Samstag mit den Leuten, die dort gemeinsam dastehen, den staatlichen Rassismus anzuprangern, die Festung Europa anzuprangern, aber vor allem auch zu sagen, diese herrschende Politik des Sparens, der Konkurrenz, der Erniedrigung, der Sanktionierung, all dieses ganze Zeug, auf das wir definitiv keine Lust mehr haben und gegen das wir Widerstand leisten,
bietet einen Nährboden für genau die AfD. Und ich glaube, dafür müssen wir uns aufbauen, müssen uns sammeln für die nächsten Monate. Und deswegen finde ich, sollten wir am Samstag die Kraft nochmal schöpfen und da gemeinsam hingehen. Und für alle, die das ganze Wochenende mitnehmen, dann natürlich auch am Sonntag bei Welcome to State zusammenkommen. Bevor ich jetzt beende mit meinem sozusagen Kurzüberblick über dieses Wochenende, einfach weil sozusagen vielleicht auch nochmal an den Anfang zurückzukommen, ich selber so ein bisschen immer wieder gezweifelt habe, sozusagen kriegen wir das irgendwie hin mit dem Freitag, und ich fand dann ganz schön, was heute die Gruppe Lais nochmal zu den Protesten morgen auf Facebook und unseren ganzen Social Media Kanälen verteilt hat, und ich dachte, ich teile das einfach nochmal mit euch, weil ich finde, dass es das ganz gut zusammenfasst. Sie schreiben: Hat Blockupy seinen Zenit überschritten? Sieht so aus. War Frankfurt der deutlich attraktivere Schauplatz? Wahrscheinlich. Stinkt der Symbolcharakter des Arbeitsministeriums völlig ab im Vergleich zur alten und neuen EZB? Auf jeden. Und dennoch, ist das autoritäre und neoliberale europäische Krisenregime überwunden? Nada. Haben unsere Proteste der vergangenen Jahre irgendwelche Machtverhältnisse verändert? Niente. Hat die hiesige Linke dem Rechtsruck und der Abschottung Europas sehr viel Besseres entgegenzusetzen als Blockupy Europe und Nationalismus ist keine Alternative? Wir sehen da nicht viel. Nennt es hippieskes Kampagnenhopping, nennt es pseudolinke Selbstbespaßung. Wir nennen es Solidarität mit allen, mit denen wir in den letzten Jahren blockiert und demonstriert, debattiert, gesessen und gefeiert haben. Wir sehen uns auf der Straße morgen früh, 7:30 Uhr, im Herz der Bestie.